halten. Du hast dich eh brav zurückgehalten, was deine Siegpunkte so insgesamt angeht. Das fand ich auch, wirklich nett von dir. Ja. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Rezension hier bei Hunter und Kron. Ja, die Situation hält immer noch an und deswegen müssen wir halt den Notnagel in die Wand schlagen. Und dann habe ich halt statt dem Hunter den Captain Raspberry mal wieder aus der Mottenkiste gekramt. Lange hat es sich gedrückt vor der Kamera. Manche werden wahrscheinlich jetzt entsetzt vom Stuhl fallen. Mein Gottes Willen, der Junge ist ja schon fast 40. Ich habe mich gar nicht gedrückt. Nee, hast dich gar nicht gedrückt, der hatte immer große Lust. Und jetzt sitzt er endlich mal wieder mit mir hier. Captain Raspberry ist zurück und wir haben zusammen My City gespielt. Ein Spiel von Cosmos. Ab 10 Jahren wird es empfohlen für 2 bis 4 Spieler. Und so viel kann ich schon mal nicht sagen, kann ich hier schon mal vorab sagen. Auch unsere Jüngste hat mitgespielt. Also die ganze Familie hat quasi zusammen My City gespielt. 30 Minuten pro Partie. Cosmos ist erschienen, habe ich glaube ich schon dazu gesagt. Das Ganze ist ein Spiel von Rainer Knizia. Ein City-Building-Game, also ein Stadtbauspiel, wo wir aus Plättchen, aus so Tetris geformten Plättchen und noch ganz andere Formen, eine Stadt zusammenpuzzeln. Und das Ganze ist allerdings auch ein familienfreundliches Legacy-Spiel. Das heißt, hier gibt es Umschläge, da kommen neue Sachen, neue Plättchen, neue Regeln und so weiter ins Spiel. Mehrere Umschläge, ein Umschlag gilt immer für 3 Spiele. Das heißt, direkt beim ersten Spiel macht man dann den ersten Umschlag auf, guckt, was da drin ist, holt das Regelblatt raus mit den extra Regeln oder mit den Sachen, die jetzt halt für diese 3 Spiele gelten. Natürlich gibt es auch trotzdem eine Anleitung, die quasi für alles gilt. Und das führt auch dazu, dass es ein bisschen tricky wird, jetzt euch die Regeln richtig zu erklären. Ja, wirklich eine vollkommene Allergie gegen Spoiler jeder Art hat. Wer jetzt noch Albträume hat, weil ihm als Kind verraten wurde, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, der sollte jetzt vielleicht direkt zum Fazit springen. Alle anderen können sich gerne in die Regelerklärung reintrauen. Ich werde da natürlich möglichst spoilerfrei über die ganze Sache reden. Aber alleine, um euch überhaupt was zu zeigen, muss ich den Spielplan umdrehen. Ich zeige euch sozusagen die Seite, wo dann hinterher das ewige Spiel stattfindet. Der ist halt auch so in der Packung drin. Also ihr könntet das Spiel auspacken und sofort fällt euer Auge auf diese Seite des Spielplans. Das ist aber nicht die Seite, auf der der Legacy Mode stattfindet. Den spielt ihr auf der Seite, wo ihr auch beschriften könnt, seht ihr dann Stadtwappen, wo ihr oben so Erfolgskreise dann ankringeln könnt. So, das seht ihr jetzt gleich alles in der Kamera nicht, weil das konnte ich euch nicht mehr zeigen, weil wir natürlich schon viel zu weit fortgeschritten sind in dieser Legacy-artigen Baudinge hier. Ja, da werdet ihr dann wirklich hart gespoilert worden, das wollten wir hier vermeiden. Deswegen seht ihr da die Rückseite vom Plan, auf der eigentlich hinterher das ewige Spiel stattfindet. Ich erkläre dann Pi mal Daumen trotzdem ungefähr die Regeln von Spiel 1 plus 1, 2, 3 Sachen, die ich erwähnen muss, damit ihr, sonst denkt man ja auch, was war es das jetzt schon? Also ich versuche dann ein ganz kleines bisschen was zu zeigen. Ohne zu viel zu zeigen, keine Angst, ihr werdet noch ganz viele Sachen das selber entdecken können. Aber so sieht's aus, wer davor Angst hat, der muss vorspulen und direkt zum Fazit springen. Alle anderen, viel Spaß. Ich versuche euch jetzt die Regeln zu erklären. Die sind aber auch gar nicht kompliziert. Was ihr hier seht, ist die Rückseite von eurem Spielplan. Also diesen ganzen Legacy-Mode, die 24 Spiele, wo sich dann Stück für Stück was verändert. Die werden auf der anderen Seite des Spielplans ausgetragen, wo ihr dann links oben auch ein Feld habt, um eurer Siedlung, eurer Stadt hier einen Namen zu geben. Und diese Seite, die ihr hier jetzt seht, die wird dann entweder abschließend für das endlose Spiel verwendet. Also hier kann man eben ohne Legacy-Elemente ewig drauf weiterspielen. Oder eben aber auch, wenn man zwischenzeitig das Ganze mit einer Gruppe spielen möchte, die eben nicht an diesem Legacy teilnimmt und überhaupt kein Interesse an Legacy und sonst was hat, dann kann man hier quasi einfach sozusagen ja wie ein das Standardspiel spielen, das dann aber tatsächlich ein bisschen umfangreicher ist als das, was bei Spiel 1 hier bei My City uns erwartet. Es ist nämlich so, dass dieses endlose Spiel hier ungefähr dem Legacy-Modus Spiel 10 entspricht. Der Legacy-Modus hat 24 Spiele und ungefähr was da so bei Spiel 10 passiert, das ist dann das, was hier abgebildet ist. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, also ich meine, so sieht es halt die Rückseite von eurem Tableau auch von Anfang an aus, auch wenn ihr mit Spiel 1 des Legacy-Plans macht. Ich hatte ja auch schon gesagt, wer wirklich überhaupt nichts wissen will, sollte eher ans Ende springen. Deswegen, ich werde hier bestimmte Dinge, die gibt es bei Spiel 1 im Legacy-Modus noch nicht, ja, da werdet ihr noch keinen Brunnen sehen, da werdet ihr auch hier diese Goldader nicht sehen. Das ist aber jetzt tatsächlich auch nicht allzu wild und
ich werde diese Seite jetzt hier benutzen, um einfach die generellen Regeln zu erklären und beziehe mich da jetzt aber größtenteils erstmal darauf, wie es bei Spiel 1 dann auch abläuft. Und zwar, jeder Spieler setzt einen seiner Zählsteine hier auf die 10 und der Stapel mit den Karten wird gemischt. Jeder bekommt natürlich einen Satz mit Karten, also mit Plättchen. Die Karten werden gemischt, dann wird die erste aufgedeckt. So, und zack, dieses Plättchen suchen jetzt einfach alle Spieler heraus und bauen das auf ihren Plan an. Das allererste Plättchen muss angrenzend an den Fluss gelegt werden. Also ich kann das nicht irgendwo am Wald oder so. Das erste Plättchen muss irgendwo an den Fluss angrenzend gelegt werden und darf natürlich auch nicht irgendwie den Fluss jetzt hier kreuz und quer überbauen. Ich muss also irgendwie, keine Ahnung, sowas könnte ich machen, angrenzend an den Fluss. Kein Problem. Alle Spieler machen das natürlich gleichzeitig. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Ah, schon was Spezielles. Schauen wir uns gleich an. Nehmen wir erstmal die hier. Die nächste Karte aufgedeckt für alle. Nehmen dieses Gebäude und legen auch das. Und das nächste Gebäude, was ich jetzt lege, das muss jetzt eben angrenzend an das, an irgendwas bisher Gelegtes gelegt werden. Ich kann jetzt quasi nicht hier irgendwo ganz hier oben was reinmachen, sondern ich muss das irgendwie angrenzend an das gerade gelegte Gebäude legen. Und tatsächlich auch so. Auch wenn ich tatsächlich nur auf beide Seiten vom Fluss legen kann. Ich kann ja hier so an den Fluss ranlegen und dann das Plättchen hier auf der Seite an den Fluss ran. Und auch das gilt quasi über den Fluss hinweg als angrenzend. Also so komme ich dann überhaupt auf die andere Seite von meinem Tableau. Ja, ein einzelnes Plättchen darf aber eben nie über so einen Fluss hinweggehen. Und jetzt ist es, und so viel sei eben schon mal zu den generellen Wertungsmodifikationen hier bei My City gesagt. Bäume geben am Ende plus einen Punkt. Also ich will möglichst wenig Bäume überbauen, weil jeder Baum gibt mir einen einzelnen Punkt. Also so ein Doppelbaum auch tatsächlich plus zwei Punkte. Und Steine, die hier, die geben Minuspunkte. Minus eins pro Stein, also auch so ein Doppelstein. Minus zwei Punkte. Und die möchte ich dann natürlich möglichst schnell überbauen, damit ich eben diese Minuspunkte für die Steine am Ende nicht bekommen. Ich kann auch jederzeit sagen, nee, das Gebäude, was da jetzt gerade aufgedeckt wurde, was jetzt bauen soll, das möchte ich nicht haben. Ich möchte passen und dieses Gebäude nicht verwenden. Dann dreht man das bei sich einfach auf die Rückseite. Aber für dieses Passen muss man einen Siegpunkt bezahlen. Das ist auch der Grund, weswegen man mit 10 Siegpunkten mit seinem Marker startet. Am Ende von diesem Spiel 1 werde ich auch für leere hellgrüne Felder bestraft werden, also minus 1 pro hellgrünem Feld. Ich möchte also eigentlich alles möglichst zupuzzeln, nur Bäume freilassen und insbesondere Felsen überpuzzeln, weil die sind quasi noch schlimmer als so ein hellgrünes leeres Feld, weil die ja diese Doppelfelsen eben mit minus 2 Punkten zu Buche schlagen am Ende der Partie. Und im Prinzip ist das tatsächlich jetzt schon alles, was ihr in dieser allerersten Partie, wenn ihr den Legacy-Modus von My City spielt, wisst und zu tun habt. Es werden einfach hier die Kartenstapel durchgespielt. Das ist natürlich alle, für jedes Plättchen gibt es eine entsprechende Karte. Solche Karten hier, die würden dann noch gar nicht auftauchen, sondern natürlich nur die Plättchen, die ihr bis dahin gesammelt habt. Also ihr habt da dann auch sowas wie Kirchen noch gar nicht kennengelernt. Elemente, die es in diesem ewigen Spiel, also wenn man sich quasi als erstes auch das Spiel auf der Rückseite ohne Legacy-Elemente anschaut, dann lernt man damit automatisch schon einige der Aspekte kennen, die dann in diesem Legacy-Modus im Spiel auftauchen. Lange nicht alle, das Spiel hat da noch einige andere Überraschungen zu bieten, aber ein paar eben schon. Das heißt, an jemanden, der jetzt wirklich jetzt schon weiß, okay, alles klar, reicht, ich will diesen Legacy-Modus sowieso spielen und mich da lieber mit allen Einzelheiten überraschen lassen, der sollte jetzt ans Fazit springen. Ich werde jetzt so zwei, drei relevante Dinge, mit denen wir es da zu tun bekommen, recht früh jetzt hier noch kurz streifen. Aber natürlich auch nicht alles, dass ihr da noch genügend Überraschungen bekommt. Aber was wir direkt dann im zweiten Spiel zum Beispiel lernen, ist, dass gleichfarbige Gebäude, die wir aneinander puzzeln, dann auch wieder mit Punkten belohnt werden. Und zwar am Ende der Partie dann einfach die größte Gruppe aus Gebäuden von der einen Farbe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel drei rote habe, hier drüben wäre eine andere Gruppe mit nur einem roten. Die beiden Gruppen berühren sich ja nicht. Ich werde am Ende des Spiels eben jede Farbe mir anschauen und da eben meine größte Gruppe, die Anzahl der Gebäude, werten und bekomme dafür nochmal Pluspunkte, wenn jetzt hier drei
Pluspunkte für Rot und natürlich auch hier 2 für Gelb, weil das momentan meine einzige und größte Gruppe ist. Natürlich sieht es bei Spielende dann alles ein bisschen voller aus, aber das ist auch noch eine wichtige Regel, mit der wir es dann früh zu tun bekommen. Außerdem seht ihr auch hier schon so einen Brunnen und der wird dann in Spiel 3 ins Spiel kommen und da wollen wir dann, und da wird es dann schon ein bisschen komplexer, man will nicht diesen Brunnen einfach so umbauen, das kann man zwar tun, ist nett, aber eigentlich will man, dass 4 verschiedene Gebäude an diesen Brunnen angrenzen. Also es muss wirklich quasi an jeder Seite des Brunnens muss ein eigenes Gebäude angrenzen und dann hätte ich die Aufgabe des Brunnens erfüllt und würde auch dafür extra Siegpunkte bekommen. Und wie ihr hier auch im ewigen Spiel schon seht, später werden dann noch so Goldadern ins Spiel kommen, wo ich dann auch ein Interesse habe, möglichst früh und schnell diese Goldadern zu überpuzzeln. Es werden Kirchen ins Spiel kommen, wo es wichtig ist, die gibt es übrigens auch im ewigen Spiel, wo ich möchte, dass quasi alle 3 Gebäudefarben an so eine Kirche angrenzen. Also ich will das dann irgendwie so puzzeln, dass ein gelbes, ein rotes und ein blaues Gebäude an diese Kirche angrenzen. Und dann bekomme ich durch die Kirche nochmal Bonuspunkte und. Da hat das Spiel auf jeden Fall noch ein paar Überraschungen zu bieten. Also selbst wenn ihr das jetzt hier alles von mir gehört habt, da gibt es tatsächlich dann noch einiges, was in diesem Legacy-Mode darüber hinaus noch passiert. Ich habe hier jetzt mal so eine Wertung reingelegt, dass ihr seht, was dann am Ende von so einer Partie passiert. Und jetzt auch tatsächlich nur von Spiel 1. Da seht ihr auch nochmal eine Zusammenfassung. Gebäude nicht bauen, -1, ein Baum +1, Stein -1, leeres hellgrünes Feld -1. Und der erste, das bedeutet, wer jetzt am meisten Punkte noch übrig hat, nachdem man sich die ganzen Minuspunkte abgezogen hat, der darf jetzt eben 2 solche Kreise, solche Erfolge auf seinem Spielertableau ausmalen und erhält dann auch, das ist eher was, was er gar nicht haben möchte, einen Aufkleber mit so einem Doppelfelsen, den er irgendwo auf einem seiner mit einem grünen, kleinen grünen Quadrat markierten Feld platziert auf seinem Tableau und der jetzt halt einfach noch einen weiteren Bereich hat, wo er natürlich tunlichst dran interessiert ist, dass dann auch in der nächsten Partie zu überbauen, weil es halt sonst einen extra Minuspunkt dafür geben würde. Der zweite erhält nur einen Erfolg und alle anderen, also Spieler 3 und 4, die zwar jetzt keine Erfolge ausmalen durften, aber die würden als Belohnung, als Trostpreis einen Aufkleber mit einem Baum bekommen, können also irgendwo ein Feld auf dem Spielplan abkleben, das und damit eben wertiger machen. Also Bäume natürlich Gegenteil vom Felsen. Bäume machen es gut, Felsen machen es eher schlecht. Und natürlich ist auch jedes Feld, auf dem irgendwas drauf ist, also sei es Baum oder Felsen oder auch andere Dinge, dann später wie Brunnen oder hier Goldader, die sind tatsächlich natürlich keine leeren hellgrünen Felder mehr. Damit kennt ihr im Prinzip jetzt schon einen Großteil der Regeln und könnt sofort mit dem Legacy-Modus von My City loslegen. Vielleicht fragt ihr euch noch, wie lange geht denn jetzt hier so eine Partie? Wann kann ich denn da aufhören? Muss ich diesen ganzen Stapel an Gebäudekarten durchspielen? Nein, man kann tatsächlich bei jeder Gebäudekarte auch sagen, nee, danke, mir reicht's, ich steige aus der Runde aus, ich passe. Und kann dann sozusagen für sich die Berechnung vornehmen, also was halt gerade laufend gilt, eben +1 für Bäume, -1 für Felsen, -1 für leere hellgrüne Felder, während die anderen dann quasi noch weiterspielen und weiter Karten aufdecken und je nachdem eben wann sie passen oder im Zweifel natürlich sogar die ganze Stapel durchspielen, eher selten. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wann er glaubt, dass da der richtige Moment gekommen ist. Also vom Regelwerk her könnte ich auch nach der ersten Karte schon sagen, danke, mir reicht, ich passe. Man wird dann halt nur kein besonders gutes Ergebnis einfach. Ja, wie hat's dir gefallen, Captain? My City, wie war's? Ja, ich fand's das Spiel super. Ich konnte es nur nicht besonders gut, aber... Ja, stimmt, das war nicht punktemäßig nicht dein stärkstes, nee. Zu simpel, glaube ich, von den Regeln. Du brauchst ja mehr so ein Lacerda, so ein fein geschliffenen Lacerda, damit du so Hochtouren aufläufst. Das war dir so Seichtgewässer. Ja. Da wollte ich mir jemand anders gewinnen lassen. Ja, so kann man es auch betrachten, weil unsere Tochter, also die jüngste Tochter, nicht unsere Tochter, aber die jüngste hier im Hause hat ja mitgespielt, deine Schwester, die hat sich auch gut geschlagen. Und das war jetzt nach... hier, tatsächlich ja auch, auch Legacy, weißt du, Machikoro Legacy war ja das, war jetzt ihr zweites Legacy-Spiel, My City, das, oder? Ja. Okay, da fällt mir wieder dieses Kinderspiel Zombie Evolution ein. Das haben wir nicht gespielt. Das haben wir noch nicht so richtig fertig, das haben wir in einem Urlaub mal ein bisschen. Zweimal. Jetzt driften wir ab.
zum Thema, welche Legacy-Spiele hat die Jüngste hier schon mitgespielt und welche nicht. Jedenfalls, My City ist eines, bei dem sie einfach wirklich Spaß hatte und auch irgendwie nicht irgendwann gesagt, das will ich nicht mehr, sondern da irgendwie mit dabei geblieben ist und bei einigen Sachen sogar uns wirklich davongezogen ist. Also ich kann das jetzt hier nicht explizit erwähnen, aber es kam dann so eine kleine Mechanik dazu, wo es wieder darum ging, in einer bestimmten Sache etwas als Erster zu erreichen. Und das hat sie echt flott gemacht, also mit aller Gewalt sozusagen, danach dann vielleicht dann Probleme mit dem restlichen Puzzeln gehabt, aber diesen Erfolg hat sie sich nur schwer nehmen lassen. Wir haben auch da wieder uns dran erinnert, dieses lang angekündigte Format durchgespielt. Man merkt es auch hier wieder, man will immer Sachen sagen, ah nee, das geht nicht, da würde ich was verraten und so. Deswegen auch da, ja, wir müssen das jetzt endlich mal tun und dann auch da kann man Klartext darüber reden, was einem da richtig gut gefallen hat und was nicht. Ich kann aber nur sagen, ich finde es tatsächlich insgesamt auch wirklich ein gelungenes Legacy-Spiel. Es ist wirklich sehr zugänglich, also diese Erstpartie ist absolut familieneinsteigerfreundlich und das Spiel begeht auch nicht den Fehler, jetzt einfach über 24 Partien immer komplexer zu werden, dass ich dann, den Eindruck könnte man ja haben, oh, jetzt kommt hier noch eine Regel, ah, jetzt kriegst du hier noch Punkte, ah, jetzt kriegst du da noch Punkte. Also auch den Eindruck könntet ihr jetzt haben, dass quasi jedes Mal was Neues dazukommt. Der Fall ist aber nicht so, sondern das Spiel weiß auch, wann es mal wieder Dinge entfernen muss oder in eine bestimmte Richtung lenken oder auch mal einen Weg schlägt, den man so noch gar nicht gesehen hatte und plötzlich verändert sich die Ausgangssituation für alle. Und das macht es tatsächlich sehr gut. Und deswegen hebt sich es auch ab von so einem Charterstone, sage ich mal, wo man irgendwie, ach, weiß auch nicht. Hier weiß es auch, es ist auch nicht 24 Mal das Gleiche, sondern es weiß auch da, so Schlenker zu gehen, dass da nicht übertriebene, da kommt nicht ein Umschlag raus, der dann plötzlich ist es ein vollkommen anderes Spiel. Aber es gibt eben schon durch so kleinere Regelmodifikationen hier oder eben was auftaucht, was vorher noch gar nicht da war, was verschwindet, was bisher wichtig war und plötzlich gar nicht mehr wichtig ist, fühlt sich tatsächlich eben auch schon, gibt es dann immer so Phasen, also deswegen auch diese Einteilung, glaube ich, in dreier Partien pro Umschlag. Es gibt dann schon wirklich so Phasen, die sich dann auch spielerisch ein bisschen anders anfühlen. Also von mir gibt es hierfür auf jeden Fall gerade für Familien, die Legacy-Spiele suchen, eine klare Empfehlung nach der Enttäuschung, die Machikoro Legacy tatsächlich ja insgesamt für mich war. Du bist da vielleicht gleich wieder ein bisschen, wärst da vielleicht etwas positiver gestimmt gewesen, aber insgesamt eher enttäuscht. Das hier hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja. Mir auch. Und du hast auch Angst, irgendwelche Spoiler von dir zu geben. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall fand ich super, dass es sich immer verändert und nicht immer das Gleiche ist. Also, dass es diese Umschläge gibt, dass Dinge hinzukommen und so. Der Reiz hält natürlich immer noch an, ja klar. Es ist als erste große Tamtam, als man die erste Risiko Evolution Box damals aufgemacht hat, ist es natürlich nicht mehr. Es ist ein bisschen routinierter natürlich auch in dem ganzen Legacy-Ding geworden, Umschläge, Kartons und so weiter aufzumachen. Es hat hier eh jetzt immer natürlich dann die Jüngste hier im Hause übernehmen dürfen. Und da haben wir uns brav zurückgehalten. Du hast dich eh brav zurückgehalten, was deine Siegpunkte so insgesamt angeht. Das fand ich auch wirklich nett von dir. Ja, ich dachte, wie gesagt, ich lasse mal euch gewinnen. Danke, das finde ich sehr nett von dir. Also du kannst My City, deine Stadt wird einzigartig, von Rainer Knizia ja auch empfehlen. Ja, oder auf jeden Fall. Also was auch wirklich cool ist, es hat ja auch dieses ewige Spiel. Also selbst diese 24 Spiele, das finde ich auch eine stattliche, angenehme Anzahl. Wobei man halt bedenken muss, eine Partie geht auch 30 Minuten. Das ist jetzt kein 60-Minuten-Spiel, 30-Minuten-Spiel. Man kann an so einem Abend schon auch mit jüngeren Kindern locker 3 Partien am Stück spielen, ohne dass die müde werden. Aber das Schöne ist halt, am Ende nach den 24 Partien kannst du, ihr habt die Seite ja bei der Regelerklärung schon gesehen, auf dieser Seite halt das ewige Spiel, wird es auch wirklich genannt, eben weiterspielen, wo nichts mehr geklebt wird, wo, ich hatte es ja auch bei der Regelerklärung gesagt, es ist dann ungefähr auf Stand, das kann ich aber hier für alle, die das übersprungen haben, sage ich es nochmal, das ist dann auf Stand 10 der Legacy-Erfahrung. Da findet ungefähr dann das ewige Spiel statt, mit dem man dann quasi, auch wenn man beklebt hat oder wenn man eben mal mit jemandem spielt, der eigentlich nicht zur Legacy-Gruppe gehört, da dreht man einfach um, kann dann das spielen. Und so aber gesehen, das haben wir ja auch noch macht das, ja? Das haben wir auch noch nicht gespielt. Nee, das ewige Spiel haben wir tatsächlich in der Hinsicht noch nicht gespielt, da habe ich die Regeln so erklärt, was da passiert. Aber man weiß natürlich dann, wir kennen quasi durch den Legacy-Mode,
wir kennen all die Sachen, die da drin vorkommen. Es ist quasi, ich will es jetzt nicht sagen, aber Spiel 10 weiß ganz genau, es ist bevor diese eine Sache halt noch dazukommt und da wieder was passiert. Und wo es natürlich auch Sinn macht, in dem Stand kann man es dann eine ganze Weile rauf und runter spielen. Nee, das tatsächlich noch nicht, weil wir sind quasi ganz, ganz kurz vor Ziel. Und wenn wir dann das Ganze hier endgültig abgeschlossen haben, dann machen wir auch das. Ich will es nicht mehr zu oft versprechen, ich habe das schon in ein paar Videos versprochen, das Format durchgespielt. Dann kam jetzt die Corona-Situation dazwischen, aber jetzt könnten wir auch natürlich die Pilotfolge durchgespielt. Einfach, dann hole ich hier Captain Raspberry wieder mit ins Boot und wir machen die Pilotfolge durchgespielt mit My City. Weil inzwischen haben sich schon so 2, 3, 4 Legacy-Titel, die wir in dem Format abhandeln könnten, angesammelt. Und eins fast. Ja, danke fürs Zuschauen bei My City. Das war's. Willst du noch abschließend was sagen? Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Auch von Captain Raspberry eine Empfehlung für My City. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, Kommentieren, fürs Unterstützen auf zahlreichen Möglichkeiten, die da bestehen und die auch von vielen von euch genutzt werden. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Spielt schön weiter, haltet durch, den Kopf oben, auch in diesen schwierigen Tagen, in denen wir uns gerade befinden. Es wird bestimmt auch wieder besser und dann können wir uns in großen Spielegruppen auch wieder zusammen an den Tisch setzen. Und bis dahin, ja, haltet durch, macht gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.